Servus zusammen, wie ihr schon gerade im Video gesehen habt, geht es heute um die Capsule One in Lila, farblich dazu abgestimmt, auch das Wasser hier mit Lebensmittelfarbe von Xshisha. Zuallererst, was gibt es jetzt heute in dem Video alles für euch? Einmal, wie kommt die Pfeife für euch an, wie ist sie verarbeitet, wie ist der Blow-Off, was macht die Pfeife besonders, lohnt es sich nicht und wie könnt ihr auch noch sparen? Begonnen mit der Verpackung, die Pfeife kommt in dieser Verpackung bei euch an, der Windschutz hier kommt in dieser Verpackung bei euch an, ist aber nicht dabei, den muss man separat erwerben. Weiter jetzt hier bei diesem Karton, was macht die besonders? Ist eigentlich so ein schlichtes, cooles Design, was auch zu der Pfeife passt. Ist für mich so eine Mischung aus modern und abgespaced. Und das Ganze hält sich auch hier oder findet sich auch wieder auf der Verpackung wieder. An sich eine coole Verpackung, etwas minimalistisch, vor allem auf der Rückseite, gefällt mir sehr gut. Ihr seht jetzt schon die Capsule One vor mir. Was macht die Pfeife jetzt besonders? Vor allem eigentlich dieses Design, das wirklich einmalig ist. Wir haben hier ein sehr kantiges Design, geht hier mit diesen Muttern auch schon fast in eine rustikale Richtung. Wir haben eine etwas dickere Rauchsäule, finde ich jetzt aber persönlich nicht störend, weil wir auch die Base haben, die auch relativ massiv ist und sehr hoch. Dadurch ist es irgendwie so ein abgespaceder Look, der einem entweder gefällt oder eben nicht. Das System von der Rauchsäule funktioniert so, dass quasi hier drin ein Hohlraum ist. In diesem Hohlraum wird dann die Base, also von der Base, der Rauch nach oben geschossen. Das heißt, einerseits der Rauch kommt an der Vorderseite bei diesem Capsule-Logo oder Capsule-Schriftzug heraus, der ausgelasert, dass dort ein Hohlraum entsteht und dann der Rauch dort entweichen kann. Und dann 180 Grad versetzt haben wir hier nochmal ein etwas anderes Logo, was mich persönlich an so ein Labor- oder Raumschiff-Logo in die Richtung irgendwie erinnert. Ist auf jeden Fall ein modernes Design, was die Pfeife hat. Aus diesen zwei ausgelaserten Schriftzügen kann dann an der Rauchsäule der Rauch auch entweichen. Ich zeige euch das Ganze mal. Wichtig anzumerken ist, nicht nur dort, sondern auch nach oben. Kommt aber jetzt wahrscheinlich auf der Kamera nicht so gut rüber. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich muss euch ehrlich sagen, ich finde den Blow-Off cool. Aber ich finde den Blow-Off jetzt nicht überragend, weil irgendwie mittlerweile gibt es so viele heftige Blow-Offs und da macht der Blow-Off natürlich schon was her, aber er ist jetzt in dem Sinne schon außergewöhnlich, aber man könnte bestimmt noch mehr rausholen. So ist so gerade meine Ansicht, wenn ich das Ganze so vor mir sehe. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie findet ihr den Blow-Off? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Weiter gemacht bei der Base, da haben wir jetzt hier, wie vorhin schon angesprochen, diese lila Carbon-Variante. Man hat hier so Carbon-Optik, die man auch austauschen kann. Da muss man dann die Muttern hier lösen und dann kann man das Ganze, wie gerade schon gesagt, austauschen. Da gibt es mehrere Farbvarianten, wie ihr dann eure Capsule One gestalten könnt. Wenn wir jetzt gerade schon bei der Base sind, zeige ich euch direkt noch was zum Anschluss. Bei dem Anschluss handelt es sich um einen klassischen O-Ring-Anschluss, also Russland-typisch. Ist sehr oft einfach in Russland so, dass die keinen Schliff, 18/8er Schliff, wie wir in Deutschland verwenden, sondern eigentlich auf diese O-Ring-Variante, die, sage ich mal, etwas prähistorisch ist für diesen 18/8er Schliff. Aber ja, das ist halt dann die Kultur, die man halt gleichzeitig mit so einer Pfeife auch kauft. Einfach diese besondere Optik, andere Verfahren wie in Deutschland, das ist dann einfach mit dabei. Aber ich muss sagen, die O-Ringe sind jetzt nicht wirklich dünn. Ich habe jetzt da keine Befürchtung, dass die irgendwie direkt kaputt gehen würden. Wir haben aber, soviel ich weiß, auch noch ein, zwei mehr mit angeliefert, falls etwas kaputt gehen sollte. Apropos angeliefert, was ist denn alles bei der Pfeife dabei? Wirklich alles, wie ihr es hier sehen könnt, außer der Windschutz, der ist nicht mit dabei. Den habe ich mir aber trotzdem dazu gegönnt, weil wenn, dann will ich euch natürlich alles von Capsule zeigen. Ihr seht schon in meiner Hand, dieses Mundstück, finde ich persönlich, liegt sehr, sehr gut in der Hand. Ist nicht wirklich leicht, aber auch nicht schwer. Gutes Mittelmaß. Man hat hier wirklich so Rillen drin, dass es perfekt eigentlich in der Hand drin liegt, gefällt mir sehr gut und dann hat man hier noch eine leichte, ja, leichte Konturen, eine leichte Form im Mundstück, aber jetzt nicht irgendwie brachial und dann hat man hier nochmal diesen Capsule-Schriftzug an der Vorderseite des Mundstücks. Finde ich an alles in allem einfach ein nices Mundstück, das muss ich euch ehrlich sagen, das würde ich auch auf anderen Pfeifen verwenden, das Mundstück ist echt nice. Wir haben uns jetzt schon den Blow-Off angeguckt, die Base. Jetzt ist natürlich interessant, haben wir ein Closed Chamber System? Können wir den alten Rauch aus der Pfeife entfernen? Mit einem starken Puster ist das Ganze möglich. Der alte Rauch wird
aus der Bowl entfernt und jetzt können wir quasi wieder neuen Rauch durch den Kopf runter bis in die Bowl ziehen und somit dann auch durch den Schlauch ziehen. Jetzt haben wir schon natürlich viel von der Pfeife abgearbeitet. Andererseits muss ich euch noch sagen, der Teller. Ich habe hier gerade noch die Folie dran gelassen, weil die Pfeife auch erst vorhin bei mir ankam. Davor, also auf dem Teller, haben wir auch nochmal den Capsule-Schriftzug und noch einen chinesischen Schriftzug. Ich vermute jetzt einfach mal, das heißt entweder irgendein Slogan oder nochmal Capsule auf Chinesisch. Da kann ich euch jetzt leider gerade nicht so viel dazu sagen. Falls es jemand weiß oder Chinesisch lesen kann, dann sehr gerne in die Kommentare rein damit. Der Teller an sich ist jetzt nicht wirklich spitzkantig oder so, ist aber auch nicht entgradet. Ich kann damit leben, ist auf jeden Fall relativ stark konvex. Das heißt, die Asche bleibt auf jeden Fall auf dem Teller, auch wenn da jetzt mal ein leichter Windzug gehen würde. Ich habe vorhin gesagt, ich sage euch auch noch eine Möglichkeit, wie ihr sparen könnt. Wie geht das Ganze? Bei Elvano gebt ihr einfach Gutscheincode S4E ein und dann habt ihr die Möglichkeit, ein kostenloses Geschenk zur Bestellung zu erhalten. Das Ganze gilt nicht nur auf die Capsule One, sondern auf alle Sachen bei Elvano. Sehr gerne da mal vorbeischauen. Ihr kriegt, wie gesagt, was kostenfrei dazu und unterstützt mich noch gleichzeitig, dass ich solche Videos wie hier drehen kann. Ich würde sagen, zu guter Letzt geben wir noch mal ein Fazit. Die Capsule One ist was für jemand, der eine besondere Pfeife sucht, wo er vielleicht auch im Freundeskreis etwas auffällt. Er hat auf jeden Fall ein sehr modernes, aber gleichzeitig auch abgespacedes Design, hebt sich sehr stark von den herkömmlichen Pfeifen ab. Verarbeitungstechnisch habe ich keine Mängel feststellen können. Das mit der Rauchsäule muss einem halt gefallen, das sage ich euch so wie es ist. Es ist eine besondere Pfeife. Wer diesen Stil feiert, der wird definitiv Spaß mit der Pfeife haben. Durchzug ist gut, Verarbeitung ist gut. Was soll ich euch sagen? Macht auf jeden Fall Spaß mit der Pfeife zu rauchen. Falls es euch Spaß gemacht hat, das Video zu schauen, sehr gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Reviews, Pfeifenreviews, dann sehr gerne auch in die Abo-Box ein kostenfreies Abo dalassen. In dem Sinne hoffe ich, euch hat das Review gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch sehr gerne schreiben. Ich lese mir die Fragen durch und beantworte euch die in der Kommentarfunktion. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.